Ja, moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Map angeschaut, die Rosendahl von Olis 9, 117,5 MB im Download. Ihr benötigt zusätzlich noch das norwegische Gebäudepaket von Ola Hador, also nochmal bisschen über 100 MB, 130 glaube ich. Eine Nachbildung einer neuer realen Landschaft in Norwegens Westen. Die Farm, die man zum Anfang besitzt, soll der Farm nachempfunden sein des Map-Erbauers. Er schreibt es an die erste Karte. Daher hat er auch keine Gebäude oder sowas gemoddet. Also das, was hier rumsteht, sind entweder die von Ola Hador oder Standard aus dem Spiel. Er schreibt von einer herausfordernden Landschaft. Ja, kann man, glaube ich, so bestätigen. Es ist bergig. Vier oder so Aussichtstürme sind hier irgendwo verbaut. Ja, Anforderungen. Das hat Anforderungen an Traktoren. Definitiv. Vielleicht. Auch eine Rodelbahn. Vielleicht ein bisschen zu heftig. Also viele Traktoren werden da keinen Spaß haben. Jo, ein Misch, wie gesagt, hat, oder schreibt er selbst, der hat keine Gebäude selbst kreiert oder umtexturiert oder so. Also viel amerikanischer Stil, aber es sind eben auch von der OB Laurent und Co. die Gebäude dazwischen. Oder eben das aus dem norwegischen Gebäudepaket. Es ist ja, der Versuch da mit Deko zu arbeiten, mit Zäunen, viel mit Parkplätzen und Co. Es ist für die Landschaft ist sehr ansehnlich, finde ich. Ja, am Fjord gelegen. Keine ganz große Karte. Ihr habt 63, ich glaube 68 sehe ich noch, 69 sehe ich auch noch, 70, oh. 72. Oh, vorhin war ich irgendwo bei 60, ja. Ist sogar noch 80, 82, 84. Nagel mich nicht fest, aber es könnten 84 Felder sein. Er schreibt, eigentlich ist das da in der Region alles Grünland. Aber klar, für Spiel. Oh. Okay, man kauft gleich ein bisschen mehr Land. Ich wollte gerade gucken, wie groß das so ist. Aber das sind allesamt teils riesige Parzellen. Ihr seht dann auch die Preise. Aber das ist relativ günstig. 2,4 Hektar. Ah, hier sind sie einzeln, okay. Da wieder nicht. Ich hätte gerne mal gewusst. Oh, vier. Ja, zwischen 0,5 und 4 Hektar würde ich behaupten. Oh, 4,5, 5. Ja. Sind die einzelnen Felder helferfreundlich? Die wenigsten. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Wir haben hier Björke, da sind wir eben hingelaufen. Das sind alles Verkaufspunkte. Björke, Björke, Björke. Oh, nee, nicht ganz alles, aber ja, zumindest mal alle Felderzeugnisse. Joker. Irgendwo hatten wir Joker neulich schon mal. Aber das ist zumindest hier für alle Felderzeugnis. Ich weiß nicht, was Björk heißt. Ist das Mühle? Kann ich nicht sagen. Dann haben wir hier. Wir gucken uns vielleicht den Hof einfach mal an, weil der Bienenstock hier gehört zum Beispiel zum Hof. Wir haben hier noch den Boss Alpin stehen. Ein Schwader. Und sowas. Wir haben einen 724.
Vario, wir haben ein T6 und wir kommen hier auch rein. Wir haben noch einen Massey Ferguson, den 5er, 5S. Ja, wir sind hier auf dem Heuboden quasi, haben hier einen Fermenter, das heißt hier, zack, Gras zu Silage, 1 zu 1. Und ich gehe stark davon aus, dass man hier das Futter reinschmeißt, denn das Ganze ist gleichzeitig noch ein Schafstall. Tankstelle davor, Schafstall für 200 Viecher. Wir kommen nicht rein, geht nicht auf, geht keine andere Tür auf, außer die oben zum Heuboden. Was auch immer. Dann haben wir hier das Wohnhaus. Da dackelt auch ein Köter, ein Hund rum. Ist der benannt? Tinker. Tinker ist der Hund. Die Hündin dann wohl. Jo, Deko und das war's. Abgespannte Stromleitung. Wie gesagt, dann sind dann so von der Obi-Loron die Sachen dazwischen. Von der Elm Creek teilweise und die skandinavischen Gebäude, das ist so ein bisschen wilder Mix. Da hinten der Feldweg war sehr breit, hier die Zufahrt dafür ist relativ schmal. Aber hier geht's dann zum Dorf runter. Und wie gesagt, hier sieht man, dass er sich da schon auch bemüht hat mit den Zäunen, mit den Steinen, die Häuser da so hinzusetzen. Er hat sich natürlich für seine erste Karte auch direkt mal ein richtig, richtig, richtig schweres Stück Gelände rausgesucht, ne? Aber hier so mit den Parkplätzen an der Kirche und so, das ist doch ansprechend. Genauso, wenn man hier jetzt über den Ort quasi rüberfliegt. Hier und da ist ein bisschen kahl. Sieht auch gewöhnungsbedürftig aus hier. Aus wie eine 17er Textur oder sowas. Bin nicht ganz sicher. Hier läuft noch so ein Bächlein durch. Und ein kleiner Yachthafen runter zum Fjord. Also das ist, wie gesagt, ich finde es ansehnlich. Und die kleinen Häuschen, da fehlten dann die passenden Texturen für. Kennt man aber aus den, ich selbst auch noch nie in Norwegen, aus den Filmchen, ne? Diese kleinen häufig Ruten oder blauen Häuschen, die irgendwo am Ufer stehen. Das soll wahrscheinlich genau das sein. Hat er jetzt halt mit den Deko-Häuschen aus dem Grundspiel nachgestellt. Der Joker ist der Supermarkt, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir hier den Shop, den Fahrzeughändler, Werkstattträger, ein, ist das als Verkaufspunkt? Wo muss man das kaufen oder gehört einem das? Das Silo da unten. Moment. Müsste ja jetzt. Da stehen, ne? Okay, können wir kaufen, dann können wir ein Silo mitkaufen. Ja, Standardgeschichte: Restaurant, Pizzeria, Fastfood-Restaurant, Bauernmarkt, die Gebäude kennen wir alle. Supermarkt, Müslifabrik, Schreinerei, Sägewerk. Dann da. Oh, hier ist noch so eine Arbeitersiedlung. Das Sägewerk ist etwas verändert. Sieht ein bisschen aus wie die Werft, ne? Heuschuppen, ja, okay. Talent- und Ballenlager, das ist nicht das, wonach es aussieht. Aber kann man hier die Boote
bauen? Ich glaube nicht. Rosenthalhafen. Was ich hier nicht verstehe, ist die Zugstrecke. Also hier ist noch eine Schweinefarm. Da. Hat hier einen Abladepunkt. Da kommt der Zug auch. Und dann fährt er einmal im Kreis und hat hier ein Silo. Also der Sinn der Bahn erschließt sich mir nicht. Wahrscheinlich wollte er gerne eine Bahn da haben. Getreidemühle. Kommt man hier raus? Da. Das müssten dann die Ola Hador Gebäude sein, würde ich mal stark von ausgehen. Ist noch nicht gesehen. Ballenverkauf, Käserei. Da haben wir dann die Erlengrad. Und ich glaube auch hier hinten, das ist nämlich die Schokoladenfabrik. Ebenfalls von der Erlengrad. Ja, ist halt sehr zusammengewürfelt, aber an sich. Straßen halt wahnsinnig viel gelandscaped. Hier ist nochmal so ein kleiner Hof. Der müsste theoretisch auch kaufbar und benutzbar sein. Landschaftlich spricht es mich an. Das ist, glaube ich, auch relativ glaubwürdig in Norwegen. Und da, wo er Straßen verbaut, ist es sinnvoll verbaut. Das ist auch so eine Brücke. Es geht. Ja. Also ich habe schon schlimmere Erstlingswerke gesehen und wie gesagt, das ist ein unheimlich schweres Terrain, was er sich für die erste Karte ausgesucht hat. Also viele trauen sich nicht mal daran, irgendwie ein bisschen Hügel reinzubauen. Und er hat hier Berge. Also wirklich Berge. Das ist respektabel und das Gesamtbild ist okay. Also wer auf der Konsole mal einen Abstecher nach Norwegen machen will, die Stadt und sowas kann man nicht kaufen, also nachdekorieren oder umbauen oder sowas ist nicht wirklich möglich. Aber es sind viele zumindest interessante Ansätze da. Also sollte er nochmal darauf aufbauen, was bauen. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Slotzahl habe ich aber gar nicht gesagt, ne? 1927. Allerdings nicht nackt. Hat nichts verkauft, also hier dürfte so auf 1500 dürfte die runterkommen. Ist schon eine Ansage, ne? Aber es ist halt eben auch dadurch bedingt, dass hier wirklich eine Menge Kram rumsteht. Er hat halt versucht, seine Heimat nachzubauen. Und würde vermuten, dass er damit auch fürs erste Mal zufrieden ist. Also ich glaube, wenn das meine erste Karte wäre und ich damit meine Heimat repräsentieren möchte, wäre ich im Großen und Ganzen damit zufrieden. Ja, schöner Ausblick. In diesem Sinne, Grüße aus Norwegen. Macht's gut. Ciao, ciao.